Wunderschönen guten Tag, meine Lieben. Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf YouTube. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich bedanke mich, dass ihr wieder mit am Start seid. Heute eher ruhiger Wochenstart. Ja, fühlt sich fast schon ein wenig komisch an. Aber es hat sich irgendwie gestern so ergeben, dass ich schon relativ viel Arbeit unterbekommen habe und heute wieder zwei neue Leute ihre Reise starten. Einmal in die Herbstsaison und einmal in die Saison nächstes Jahr. Wird auf jeden Fall spannend. Ist generell alles gerade sehr, sehr spannend. Also die Wettkampfsaison ist ja im vollen Gange. Stehen noch einige Shows am Programm, auf die ich mich schon wirklich sehr freue. Nichtsdestotrotz wird im Hintergrund weitergearbeitet. Einerseits andere Athletes, die arbeiten für die Herbstsaison schon oder jetzt auch generell in der Offseason, was nicht weniger Bedeutung hat. Und auch ich bin am Weiterarbeiten, sowohl quite literally, weil mein Laptop steht da, als auch im Hinblick auf meinen eigenen Prozess. Und ich freue mich, dass ihr wieder hier Teil dieser Reise seid. Für mich geht es heute in eine Oberkörpersession und ich würde jetzt wirklich behaupten, nach zwei Wochen Testrun habe ich mein Trainingssetup zu 100% finalisiert, das jetzt so durchgezogen wird mit 4 Days of Training, 3 Days of Rest. Ich habe jetzt das Wochenende gemerkt, wie gut mir diese Double Rest Days tun und die werden entweder am Stück erfolgen oder mal auch etwas versetzt, sodass ich zum Beispiel Oberkörper, Unterkörper, off, Oberkörper, Unterkörper, off, off trainiere oder eben Oberkörper, off, Unterkörper, off. Funktioniert relativ gut. Die Unterkörper-Sessions sind allerdings sehr oberkörperlastig, dadurch, dass ich zwei Bizepsübungen gleich an den Anfang lege. Funktioniert aber, wie gesagt, overall ausgesprochen gut, muss ich sagen. Habe ich jetzt, wie gesagt, immer wieder mal testen dürfen. Ja, auf jeden Fall werde ich in diesem heutigen Video erklären, warum ich nicht mehr so oft im Gym bin derzeit, also im Das Gym. Hängt damit zusammen, dass ich euch das später erzählen werde, um jetzt die Spannung hochzuhalten. Na, auf jeden Fall gibt es jetzt auch noch Pre hier. Es gibt hier 100 Gramm ESN Rice Pudding mit Vegan Designer Protein mit drinnen, ja, ungefähr 20 Gramm, einfach für die Konsistenz. Und dann gibt es hier noch ein bisschen Apfel drüber und Cinnamon Cereal Whey. Finde ich sehr, sehr geil. Dazu hier ein Kaffee, ist allerdings nicht Decaf, sondern richtiger Kaffee, hochwertigen Melitta-Maschine, wie bereits im letzten Video angesprochen. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns den heutigen Tag einfach mal an. Jetzt gibt es mal Pre, dann noch ein bisschen Arbeit, dann geht es ins Training. Wir haben übrigens 10:45, das heißt jetzt zweite Mahlzeit, dritte Mahlzeit direkt Post-Workout, vierte Mahlzeit am Nachmittag, fünfte Mahlzeit quasi dann am Abend mit der Melli gemeinsam. Das zelebrieren wir eigentlich immer sehr, sehr stark. Aber ich habe gemerkt, jetzt mit der aktuellen Foodmenge muss ich die Nahrung noch ein bisschen besser untertags aufteilen. Und so sehr ich es auch hasse, weil ich es hasse, vor ins Training zu gehen, müssen die ersten beiden Meals auch ein wenig größer werden als normal. Genau, soviel jetzt dazu. Wir sehen uns später. So, wir sind jetzt auf dem Weg ins Gym, ins Fitness, um genau zu sein. Und die haben mir hier Pre-Workout am Monster eingepackt. Und schaut euch mal bitte an, wie süß die Melli eigentlich ist. Die schreibt mir immer so einen süßen Zettel auf meine Monster drauf. Heute wünscht sie mir einen schönen Start in den Montag. Eigentlich hätte ich das direkt in der Früh trinken sollen, weil ich ja in der Früh auch immer eins trinke. Hab's aber gemisst und dementsprechend gibt es jetzt hier das Monster direkt. Wie gut eigentlich die Autos schon sind. Also ich muss sie nicht einmal Hände ans Lenkrad geben. Das ist schon sehr entspannt, muss ich sagen. Kann man machen. Also natürlich immer mit voller Aufmerksamkeit bei der Straße bleiben. Wenn so ein süßes Zettel oben ist und Melli weiß, du siehst das, weil du schneidest das Video, dann schmeckt das Monster gleich nochmal um einiges besser. Gut. Wir haben ja letztes Video haben wir darüber gesprochen, über diesen unterschätzten Faktor im Bodybuilding, gerade in dem Blick auf Fortschritt. Und das habe ich heute auch nochmal mit einem Kunden im Video-Feedback durchdiskutiert, also im Feedback auf seine Trainingsvideos. Und zwar könnt ihr euch mal selber im Satz beobachten, das ist ganz, ganz spannend, wenn ihr Übung macht, irgendwie, keine Ahnung, irgendeine Rückbewegung einer Multipresse, das war es zum Beispiel jetzt in seinem Fall, dann ist ein wichtiger Indikator für diese Akkuratesse und diese Präzision im Training einer, und das ist, dass ihr während dem Satz nicht irgendwie die Form nochmal oder das Setup nochmal anpassen müsst. Das heißt, wenn ihr euch dabei ertappt, dass ihr manchmal in dieser obersten Position, jetzt im Falle von einer Rückbewegung einer Multipresse, dass ihr da pausiert beispielsweise und dann irgendwie nochmal umdrückt, umgreift und euch nochmal zurechtlegen müsst oder so,
Das ist ein guter Indikator, dass nicht das maximale Maß an Stabilität vorm Satz schon aufgebaut wurde, um das dann im Satz quasi zu practicen. Ja? Das vielleicht noch ganz kurz dazu, das ist mir nämlich eingefallen und das wollte ich ja eigentlich vorher schon sagen, weil es Thema war. Ansonsten habe ich jetzt natürlich auch noch versucht zu nappen, habe ich natürlich nicht geschafft. Also ich bin direkt nach meinem Premier noch ganz kurz gearbeitet, dann habe ich mich direkt auf die Couch hingelegt, also auf die Couch, auf die Garnitur draußen halt und habe versucht zu nappen, hat nicht geklappt, aber ich habe 10 Minuten entspannt und habe einen Podcast gehört. Das mache ich ganz gerne. Ich höre übrigens auch zum Einschlafen Podcasts und das ist ein ganz sinnvolles Tool, das ich vor 3 Jahren oder so für mich entdeckt habe. Also ich höre eigentlich jeden Abend vorm Einschlafen Podcast, einfach aufgrund von der Tatsache, dass es meinen Gedanken so einen Ankerpunkt gibt. Ja, ich habe sehr viele Gedanken im Kopf, immer eigentlich, auch wenn ich halt schlafen gehe. Und so ein Podcast stoppt dann dieses Gedankenkreisen, dieses Karussell und fixiert meine Gedanken auf diesen Podcast. Das soll jetzt natürlich kein Podcast sein, wo ihr irgendwas Wissenswertes aufnehmen wollt oder so, sondern es ist vielmehr ein Podcast, wo ihr einfach entspannt zuhören könnt, ohne jetzt irgendwie viel nachzudenken. Weil wie gesagt, das ist ja gerade der Sinn davon, ihr wollt euren Gedanken einen Ankerpunkt geben. Wir sehen uns jetzt im Gym in der Upper Body Session und wir sprechen dann auch noch darüber, warum für mich das Gym jetzt gerade eventuell nicht das für mein Athletendasein perfekte Environment ist. So, wir starten jetzt hier erste Übung mit einer Pulldown-Variation, breiter Latzug, Precore-Kabelturm. Wir machen jetzt hier 2-3 Warm-Ups, um reinzukommen und dann 2 Sätze mit 6 bis 10 Wiederholungen. Ich habe schon mal ein Video dazu gemacht, wie so das komplette Rückentraining ausschaut, man könnte fast sagen. Und in dem Video waren 4, also es waren insgesamt 5 Übungen drin, aber grundsätzlich 4 wichtige Movement Patterns, die es halt so abzudecken gilt. Also einmal hier dieser vertikale Zug in der frontalen Ebene. Ja. Frontal ist das hier. Dann haben wir Züge in der sagittalen Ebene, haben eine Rudervariation, haben eine Latzugvariation. Und dann haben wir noch einen Zug in der transversalen Ebene, das ist die hier, mit Schulterblattbewegung mit drinnen. Ja, das sind so diese 4 großen Movement Patterns, die habe ich jetzt eigentlich so relativ adäquat aufgeteilt auf beide Up-Trainingstage, wobei der erste Trainingstag jetzt der heutige Breitenlatzin, also im vertikalen Zug, in der Frontalebene beginnt. Und am anderen Tag gibt es einen vertikalen Zug in der sagittalen Ebene mit dem Iliac Pulldown. Und heute haben wir danach noch ebenfalls eine Übung in der sagittalen Ebene dazu geschalten. Aber das werdet ihr nicht mehr sehen. Ich mache jetzt mal hier den letzten Warm-up und dann gehen wir rein in den ersten Working Set. Soweit hier der Zug in der frontalen Ebene. Wie gesagt, jetzt gehen wir über zum Zug in der sagittalen Ebene. Oh!
Okay, gehen wir rein. Erste Press jetzt hier, Smith Machine Shoulder. Sieht man mich überhaupt? Ich weiß gar nicht, ob ich im Bild bin hier. I don't know. Two Sets. Erster Satz 5 bis 8 in etwa. Dann gehen wir rein in den zweiten Satz. Wir sind gespannt. Jetzt haben wir letzter Warm-up hier. Letzter Warm-up, easy going. Und dann schauen wir weiter. Das waren jetzt hier zwei Sätze an der Smith Shoulder Press. Mal hier Flat Chest Press, beziehungsweise eigentlich ja, Flat Tricep Press. Also greife ich eigentlich relativ eng. Suche auch ein bisschen mehr Ellbogenbeugung und Streckung rauszuholen. Funktioniert eigentlich ganz gut hier. Sehr, sehr cooles Movement Pattern hier eigentlich. Zwei Sätze hier. Beide hier so Richtung 5 bis 8 Reps. Funktioniert hier ganz gut. Schauen wir mal, ob wir Progression rauskitzeln können im Vergleich zum letzten Mal. Wir machen jetzt hier als zweite Übung für die Seite als heute diesen Single Arm Cable Ladder Race. 13,5 für 9 im ersten, für 9 sicherlich auch im zweiten. Im ersten jetzt extra auch keine Teilwiederholungen gemacht. Die Nautilus Flat Press war übrigens sehr, sehr stimulativ. Also ihr habt jetzt dabei so, dass ich zwei Sätze Brust, zwei Trizeps in der Einheit macht und in der anderen Upper-Einheit gibt es zwei Sätze, also gibt es insgesamt nochmal vier Sätze Pressing eigentlich, wobei ich noch nicht genau weiß, ob ich das nicht umgestalte zu zwei Sätze Pressing und zwei Sätze Flies, einfach aufgrund von der Tatsache, dass der Trizeps nach, also jetzt am Wochenende, nach der letzten Rotation schon wirklich brutal am Arsch war. Ja, das muss man noch ein bisschen überlegen. Das ist der einzige wirklich offene Punkt. Aber hier Cable Ladder funktioniert sehr, sehr gut.
Also einen Satz machen dann. Dann noch zwei Sätze Tricep, zwei Sätze Abs, Midsection. Dann sind wir für die heutige Session auch schon durch. Wollte euch ja auch noch updaten bezüglich des einen Themas, aber jetzt machen wir zuerst den letzten Satz hier. Also prinzipiell habe ich persönlich ja verschiedene Rollen. Die Rolle des Coaches, in der ich 99% meiner Zeit verbringe, und ich habe die Rolle des Athleten. Zwischen diesen Rollen gilt es für mich zu switchen. Wenn ich so ins Training gehe, will ich in die Athletenrolle schlüpfen und zu diesen kurzen Zeitabschnitt, 1,5 Stunden, 4-mal die Woche, insgesamt 6 Stunden nutzen, um in mein Athletendasein zu investieren. Und das Gym ist für mich, so im deutschsprachigen Raum zumindest jetzt mal, wirklich eines der besten Gyms. Also gehst da rein und das Environment ist einfach grandios. Ich will nichts sagen, aber wenn ihr das mit da jetzt hier vergleicht, es ist halt keine Stimmung da. Es läuft gefühlt Radiomusik und das Klientel ist jetzt auch nicht das, mit dem ich mich richtig gut identifizieren kann. Aber letzten Freitag war ich im Gym und habe Beine trainiert. Das ist nicht die Session, die ihr gesehen habt im vorletzten YouTube-Video, sondern andere. Wir haben mit dem Pendulum Squat. Und bin dann rein, die haben uns jetzt schon angewöhnt, nicht aufs WC zu gehen, sondern straight reinzugehen einfach. Direkt zum Kabelturm habe ich mich gestellt. Mit der ersten Übung wollte ich beginnen. Und dann habe ich schon die erste Person getroffen. So. Dann kurz mit der gequatscht, dann zum Aufwärmen angefangen, die zweite Person getroffen. So, dann bin ich Scheuklappen auf, so, bin durch die halbe Session durchgekommen, Pendulum Squat. Dann, mein großer Fehler, ich bin aufs WC gegangen. Und auf dem Weg nach oben habe ich 6 oder 7 Leute getroffen, mit denen ich alle kurz gequatscht habe, so, weil das sind teilweise gute Freunde oder Freundinnen oder Klienten bzw. Klientinnen oder Athletinnen. Und da will ich ihnen sagen, hey, bin gerade im Training, mag jetzt noch reden und gehe straight weiter. Vor allem bei Leuten, die ich schon länger nicht mehr gesehen habe oder Leuten, die extra auf Besuch da sind aus Deutschland. Das geht einfach nicht. Und dementsprechend bin ich dann erstmal vor meinem schweren Pendulum-Satz 25 Minuten pausiert, ausgekühlt und habe dann meinen schweren Satz gemacht. Long story short, wenn ich ins Training gehe, diese 4-mal die Woche, 1,5 Stunden, dann will ich reingehen, mein Training machen, rausgehen. Das ist so das, was ich machen will. Und da mache ich jetzt Abstriche vom Environment und von dieser coolen Stimmung, die das Gym nun mal mit sich bringt. Und komme halt hierher, wo ich mein Training einfach durchziehen kann. Straightforwards, Training abschließen, rausgehen, gut ist. Das ist definitiv meine präferierte Option im Hinblick aufs Training jetzt. Und wie gesagt, da muss ich halt jetzt Abstriche machen, aber da muss ich jetzt einfach darauf schauen, wie kriege ich mein Training möglichst effizient und trotzdem qualitativ hochwertig unter. Ich werde trotzdem einmal die Woche wahrscheinlich ins Touching gehen, aber eben nicht mehr. Und abgesehen davon werde ich auch noch natürlich für Posing-Sessions immer rüberfahren. Also gestern war zum Beispiel Rest Day, war ich dort für Posing und so weiter. Ja. Jetzt gibt es hier noch 2 Sätze Tricep, Single Arm Crossover und dann sind wir mehr oder weniger durch, dann noch 2 Sätze Abs. Mehr als das gibt es jetzt heute nicht. Das sind insgesamt 7 Übungen, 2 Working Sets, also insgesamt 14 Working Sets. Wer rechnen kann, ist klar ein Vorteil. 2 Sätze Bauch jetzt hier noch zum Abschluss. Dann sind wir komplett cool so. War mega produktiv, ja. Bin echt happy mit der Session. Happy mit dem Session Setup. Können wir jetzt einmal definitiv so beibehalten
Und so fahren wir jetzt fort. Geil. Passt. Stabile Sache. Die Trainingssession jetzt dann. Wir haben jetzt 150 Gramm Frosties und 60 Gramm Whey. Die geht jetzt direkt Post-Workout. Und jetzt direkt nach dem Training noch ein bisschen was für die Coaching-Routine von einem Klienten von mir gemacht. Sehr, sehr geil. Weiß nicht, ob ich davon was zeigen darf. Zeig's jetzt mal lieber nicht. Vielleicht poste ich einen kleinen Ausschnitt auf Instagram. Mal schauen. Auf jeden Fall, wir haben jetzt hier Cinnamon Cereal und Frosties. Das ist sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Mit Wasser, versteht sich. Auf jeden Fall passiert heute dann immer viel Spannendes. Jetzt heutige Session sehr produktiv. Wie gesagt, jetzt nach Double Rest Days fühle ich mich eigentlich sehr, sehr, sehr erholt, was mega nice ist. Bewege eigentlich so viel Gewicht, wie ich noch nie bewegt habe überall. Dementsprechend sehe ich das also sehr, sehr positiv aus. Gut, jetzt noch was einkaufen, dann heim. Es freut mich, dass ihr wieder alle mit am Start wart. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, jederzeit gerne unten in die Kommentare. Ansonsten sehen wir und hören wir uns demnächst. Peace, bis zum nächsten Mal.